Guten Morgen, es ist Samstag, der 13. Juni und wir melden uns schon wieder mit dem kleinen Go for Peace Impuls heute Morgen direkt aus meinem Arbeitszimmer. Ich stehe hier vor dieser wunderschönen Weltkarte, die mich schon über 35 Jahre begleitet hat und vor der ich immer wieder bete für die Menschen in den verschiedenen Ländern, auch die ich kenne. Ja, heute Morgen geht es hinterher auch um eine Erfahrung aus der weiten Welt. Aber zunächst nochmal das Evangeliumstück aus der Bergpredigt im 5. Kapitel von Matthäus startet heute mit dem Vers 33. Ihr habt gehört, sagt Jesus, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel für seine Füße, noch bei Jerusalem, denn das ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen. Worte, die einmal gegeben sind und die für immer stimmen und die für immer Bedeutung und Geltung haben. Ich glaube, danach sehnt sich jeder heute gerade in dieser Welt von Fake News. Wir haben Leute auch in Verantwortungspositionen unserer Länder, die sagen heute Hü und morgen Hot. Und wir wissen nie, wo wir wirklich dran sind. Und Jesus will uns stark machen, dass unser Ja ein Ja sei und unser Nein ein Nein sei. Ich stehe hier vor der Weltkarte, weil ich mich erinnern musste, eine Reise, die ich kurz nach dem Abitur vor vielen, vielen Jahren nach Lateinamerika gemacht habe. Und dort wollte ich einen Freund besuchen, der junger Priester war und der für 10 Jahre nach Lateinamerika gegangen ist. Und wir haben uns noch einmal in Deutschland getroffen, dann flog er schon 2 Monate vorher wieder rüber und dann sagte er mir ein bestimmtes Datum. Nehmen wir mal den 13. Juni, den haben wir ja heute. Also, wir treffen uns am Samstag, das war auch damals ein Samstag, den 13. Juni um 10 Uhr vor der Kathedrale in Asunción in Paraguay. Er hat mir das gesagt und dann war er weg. Und ich hatte dieses Wort und ich war noch nie so weit weg von Europa. Und dann bin ich wirklich bangen Herzens rübergeflogen und war dann hinterher am 13. Juni um 10 Uhr morgens an der Kathedrale von Asunción. Und es gab damals kaum die Möglichkeit, schnell mal eben anzurufen. Es gab keine Handys, es gab keine Mails, es gab noch kein Internet. Das war alles noch nicht da. Ich hatte nur dieses Wort dieses Freundes, auf das ich mich verlassen habe. Und ich habe darauf gesetzt, darauf gebaut, bin in dieses fremde Land geflogen und habe ihn wirklich morgens um 10 Uhr vor der Kathedrale in Asunción getroffen. Worte, die einmal gegeben sind von uns, zu denen gilt es zu stehen. Und ich glaube, das ist ja auch das Wort, was Menschen einander in der Ehe schenken. Ja, ich stehe zu dir, in allen Tagen, wenn es gut ist, wenn es schlecht wird, ich stehe einfach zu dir, weil ich will dir eine Liebe zeigen, die keine Grenze kennt. Und wie schwer ist es für viele, bei denen dieses Ja auf einmal nicht mehr gehalten wird und die dann auch mit dem Zerbrochenen und dem Zerwürfnis irgendwie klarkommen müssen. Aber was wir uns immer sagen dürfen, das Ja Gottes zu uns, das Ja Gottes zu meiner persönlichen Lebenslinie, das gilt, denn Jesus ist das Wort des Vaters. Er ist das Ja Gottes zu dir. Und egal, was kaputt geht in dieser Welt, egal, was zerstört wird, dieses Ja Gottes gilt. Und deshalb sind wir eingeladen, an diesem Ja, was der Vater in Jesus zu dieser Welt gesagt hat, an diesem Ja immer neu Maß zu nehmen. Also heute, bei allen Worten, die wir sagen, bei allen Versprechen, die wir machen, denken wir immer, dein Ja sei ein Ja. Let your yes mean yes.
Also, ich wünsche euch einen guten Ja-Tag und freuen wir uns an der Zusage Gottes, die nie zerbricht. Denn sein Ja war ein Ja. Lass dein Ja ein Ja sein. Let your yes mean yes.